Guten Abend. Wenn Ihnen das am Wochenende schon etwas zu kühl war, jetzt wird's schon wieder milder. Denn die Wolken kommen von Westen, von Südwesten heran. Sie bringen etwas Regen mit. Und mit etwas Regen haben wir es auch in der Nacht zu tun. Zumindest in Schleswig-Holstein und auch hier im westlichen Niedersachsen. Sonst gibt's mal mehr, mal weniger starke Bewölkung. Und südlich der Donau ist es zum Teil auch klar, dann bildet sich Nebel zum Teil mit geringen Sichtweiten. Denn südlich der Donau wird's kalt. Da sinken die Temperaturen auf +3 bis -1 Grad. Da droht also nicht nur Bodenfrost, sondern auch Luftfrost. Frost in 2 Meter Höhe. Sonst sinken die Temperaturen auf 11 bis 4 Grad. Und morgen gibt es am Oberrhein dann vielleicht sogar noch mal an die 20 Grad. Sonst liegen die Temperaturen bei 13 bis 17 Grad. Wenn sich der Nebel hält, länger hält, dann bleibt es auch kälter. Denn der Nebel wird am Vormittag hier recht zäh sein im Donautal. Viel Sonne gibt es dagegen im Nordosten. Von Westen werden die Wolken dann am Nachmittag immer dichter. Zunächst sind das so hohe Schleierwolken. Bis dann der Regen einsetzt, wird die Sonne wohl untergegangen sein. Am Mittwoch überqueren uns dann neue Regenwolken. Gewitter sind an der Küste dabei. Danach geht es relativ ruhig und etwas kühler weiter bei 9 bis 15 Grad. Guten Abend.